So, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Tanze auf der grünen Stahlbrücke, auf der gelben Stahlbrücke und der roten Stahlbrücke. Also, drei Brücken müssen wir besuchen in verschiedenen Runden. Wir müssen nicht alles in einer Runde machen, aber wir gucken einfach gleich mal, ob wir das nicht sogar vielleicht in einer Runde hinbekommen. Aber vorneweg erstmal Gruß an die ganzen neuen Zuschauer. Kurzfassung von meinem Kanal ist: Ich mache euch alle Missionen, wirklich alle. Also bis jetzt ist mir noch keiner bekannt, der wirklich alle macht. Also seit Season 10 mache ich das Ganze. Dann gibt es bei mir Custom Games mit Preisgeld. Also wenn du meinst, du bist ein richtig guter Spieler, bist du gerne willkommen. Und wir machen Abo-Verlosung, sag ich schon. Skin-Verlosung. Nämlich immer, wenn wir hier oben rechts, 800 V-Bucks zusammen haben, dann verlose ich einen Skin. Wann gebe ich das Ganze immer bekannt? Immer im aktuellen Shop-Video. Heißt quasi morgen früh könnte es vielleicht schon sein, dass wir 800 V-Bucks haben. Deshalb immer wieder ins Shop-Video gucken, denn da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. So, jetzt nochmal kurz alles erklärt. Was die Custom Games betrifft, ganz simpel. Wir spielen immer von einem bestimmten Zeitraum. Ist einfach so, ich will halt wirklich die aktiven Zuschauer belohnen. Und da spielen wir halt auf die ganze Map, sind 20 Leute. Also sobald wir mehr als 20 Leute sind, wird die Runde auch gewertet. Und so sieht das Ganze jetzt gerade aus. Das Ganze geht noch bis zum Sonntag, also dem 8.12. Und keine Angst, morgen wird auch ein Stream sein, auch wenn ich Geburtstag habe. Aber das ist schon mal sicher, denn ich habe Urlaub bekommen von meinem Chef. Erstmal Gruß an der Stelle. Und wir sehen, Coco zum Beispiel hat 14 Siege, Schlips hat 8 Siege, Melusch hat 4. Also wenn du meinst, du wärst besser als diese drei zum Beispiel oder auch Toxic bzw. Yasin, dann komm gern vorbei. Wie kannst du beitreten? Ganz einfach, jeder kann beitreten. Also man muss kein Mitglied sein oder sonst irgendwas. Wäre halt nur schön, wenn du abonnieren würdest, die Glocke aktivieren, damit du siehst, wann das Shop-Video kommt, damit du weißt, eventuell heute gibt es einen Skin. Und natürlich die Glocke aktivieren wegen dem Livestream, weil im Livestream logischerweise die Custom Games sind. Was musst du noch tun wegen dem Skin? Da gibt es nur eine Bedingung. Keine Angst, musst nichts teilen oder sonst irgendwas. Mir ganz einfach, so wie der Oreo das gemacht hat, einfach eine Freundschaftsanfrage schicken. Nämlich an yt-familyhack. Warum musst du das Ganze machen, zeige ich dir natürlich auch. So, wir gehen kurz in den Shop. Stell mir einfach vor, wir haben jetzt Gewinnspiel. Und dann ganz simpel, als Geschenk kaufen, sonst kann ich euch ja nichts schicken. Und du würdest einfach jetzt CJ heißen. Also hier dieser Aikido. Wir sind aber noch keine 2 Tage befreundet. Heißt, ihm könnte ich zum Beispiel nichts schicken. Dem Clan könnte ich was schicken. Da Hut könnte ich was schicken. Da könnte ich was schicken. Dark, nochmal Grüße an dich, der mir gestern hier auch diesen Weihnachtsskin geschenkt hat. Gruß geht da auf jeden Fall raus. So, deshalb gerne Freundschaftsanfrage rausschicken. Kein Problem, ich nehme die auch sofort an. Wie ihr seht, hier kam schon wieder einer dazu. Oreo. Willkommen. Wie gesagt, gerne Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann noch mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Hast du schon mal alles gemacht, um alle Bedingungen zu erfüllen? Dann natürlich, ihr könnt auch gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack, genauso wie ich bei Epic Games auch heiße. Einfach um das Ganze zu unterstützen, weil logischerweise irgendwo müssen die Preisgelder ja herkommen. Aus dem Grund, wenn du noch keinen Creator eingetragen hast, kannst du gerne mich eintragen. Die Preisgelder werden sich auch noch erhöhen. Definitiv. So, dann würde ich sagen, gehen wir aber jetzt mal rein in die Aufgabe. Und das Ganze machen wir in Gruppenkeile. Warum Gruppenkeile? Ganz einfach, falls wir sterben, können wir vielleicht schon die andere Brücke nehmen. Oder wir bringen uns extra um und die nächste Zone ist in der Nähe von der Brücke. Wie gesagt, holt euch einen Tanz mit. Denkt dran, versucht den Tanz direkt auf die Schnelltasten zu legen. Wie ihr das Ganze machen könnt, werde ich auch gleich noch schnell zeigen. Ihr müsst halt einfach im Spind einstellen, dass ihr einen Tanz da habt. Aber im Prinzip, eigentlich hat da jeder einen. Also ich sehe kaum noch einen, der mit Sprays rumläuft. So, dann zeige ich euch direkt mal auf der Karte, wo die ganzen Brücken sind. Wie gesagt, 3 Stück sind, eine rote. Also Kurzfassung ist, eine rote ist da, die grüne ist da und die gelbe ist hier unten. Kann man das schon so sehen? Ja, hier kann man das Gelbe sehen. Ja, die anderen, doch hier erkennt man ganz leicht das Grüne und das Rot. Ja, sieht jetzt eher aus wie Orange. Aber hier können wir schon mal definitiv die erste und die zweite. Kriegen wir eigentlich definitiv hin. So, ich gehe mal direkt wieder ins Spiel.
Gehen wir nämlich direkt raus, dann haben wir nämlich schon die erste Brücke. Die ist nämlich schon direkt unter uns. Da ist nämlich die gelbe. Jetzt hoffe ich nur, dass die Zone irgendwo bei Pleasant Park ist. Weil dann hätten wir die dritte nämlich auch sicher. Holt euch halt, wie gesagt, genug Baumaterialien mit, damit ihr euch hochbauen könnt. Damit ihr eventuell schon das Ganze in einer Runde machen könnt. So, hier mache ich jetzt einen ganz simplen Trick. Wir landen auf der Brücke. Boah, fast runtergefallen. Danke nochmal für den Tanz. So, jetzt gehen wir nämlich schon direkt hier rüber. Haben wir nämlich schon mal ein paar Meter gespart. Ja, seht ihr, die Zone ist perfekt. Aber wir müssen halt jetzt zu unserem markierten Punkt noch, zur grünen Brücke. Dazu hole ich mir nämlich jetzt einfach ein paar Mets mit. Ich bin gerade überlegen, haben wir ihn? Ach, da ist auch noch ein Boot. Wir haben doch Boote, Leute. So, gehen wir nämlich da rüber. Und wie gesagt, wir müssen noch dahin und dahin. Aber als erstes fahren wir dahin. Und dann lassen wir uns, glaube ich, sterben und dann gehen wir einfach rüber. Und nicht wundern, wer das Ganze jetzt nachmachen will, kann quasi dasselbe spielen wie ich. Wer die Aufgabe jetzt quasi schon weiß, wie es geht, wie gesagt, gerne ein Abo dalassen, kostet euch ja nichts. Würde mich unterstützen, ihr bekommt natürlich auch wieder was zurück mit den Custom Games, mit den Skin-Verlosungen. Und dann bedanke ich mich schon mal bei denen, die jetzt abschalten werden. Und die anderen gucken mir natürlich wieder zu, wie ich das Ganze dann auch richtig mache. Weil ich sage euch halt immer nicht nur, ja, geht dahin, dann geht das Video eine Minute und manche wollen halt schon ein bisschen Gameplay sehen. Und für die mache ich das dann halt. So, jetzt haben wir noch 500 Meter. Komm, gib ein bisschen Gas. Aber wir sind ja mit der Zone am Fahren. Muss ich gerade nur gucken. Gehen wir in die linke Gabelung oder die rechte? Ne, die linke. Andere sind mir in der Sackgasse nämlich. An meinem Lieblingsbordenpunkt. Und da, wo dieser tolle See ist. Ja, Fahrkünste sind da. Aber gucken, ob wir hier die Abkürzung über das Land nehmen können. Oh, sieht doch ganz gut aus. So, wie gesagt, holt euch ein bisschen was an Metz mit. So, da sind wir auch schon. Warte mal, gucken, ob ich das Boot da stehen lassen kann, weil die grüne Brücke, wie gesagt, über uns ist sie schon. Dann springe ich nämlich einfach wieder runter und gehe wieder ins Boot. So könnte das Ganze nämlich 10-mal schneller gehen. Dann müssen wir uns nicht unbedingt sterben lassen. Ja, es ruckelt wieder, man kennt es. Und ihr seht schon, grüne Stahlbrücke. Einmal zack. Zack, 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 zack. So, dann gehen wir direkt wieder runter zu unserem Boot. Ich markiere direkt auf der Map, wo ist die nächste Brücke. Die nächste ist da hinten. So, dann Attacke. 800 Meter, Zone kommt, also wir müssen ein bisschen Gas geben. Baumaterial müssen wir eigentlich genug haben. Gegner, bis jetzt haben wir noch keine gesehen. So, eigentlich ganz gut. Haben wir dann so unsere Ruhe. Und wie gesagt, je nachdem, wie ihr die Zone bekommt, müsst ihr es natürlich in einer anderen Reihenfolge machen. Aber wie ihr seht, ist eigentlich einfach zu machen in einer Runde. So. Hier macht, glaube ich, noch gerade einer die Tagesaufgabe. Ach, die andere Aufgabe. Die Zeitmission. So, ich glaube, hier fahren wir quer übers Land. Ich hoffe, wir kommen den Berg ziemlich gut hoch. Ah, lade dich mal schneller auf. Komm, lade dich schneller auf. Komm. Ja, das schaffen wir. So, jetzt hoffe ich nur, dass uns hier keiner nervt. Zack. Und da haben wir nämlich auch schon die rote Brücke. Sag nicht, der will den Kill machen. LOL. Wo habe ich denn jetzt getanzt? Da zählt die Aufgabe schon wieder, obwohl ich gar nicht getanzt habe. Wie gesagt, zur roten Brücke, da auch den Tanz machen und dann haben wir das Ganze bekommen. So, jetzt hoffen wir nochmal, dass wir irgendwo... Ach nee, ich wollte schon noch zeigen, wie macht ihr das? Hier, ihr seht hier, das ist meine Schnellfunktion. Das ist einfach, wenn ich einfach nur im Steuerkreuz nach unten drücke, sehe ich das hier. So, Kylo ist natürlich auf Ehre auch da. Ah, da habe ich ihn hingesprüht. Ich zeige euch nur ganz kurz im Spind, wie das Ganze funktioniert. Und damit ihr das auf der Schnelltaste habt, weil ich weiß noch, als ich mit Fortnite angefangen habe, hatte ich nämlich komischerweise nur Sprays da. Und dadurch immer diese Aufgaben nicht geschafft.
So, aber wie gesagt, wir kriegen das ja zusammen hin. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Und hier sind diese Dinger, wo ihr einschalten könnt, was auf dieser Schnelltaste ist. Also wenn ihr hier was anderes nehmt, zum Beispiel der hier, dann gehen wir einfach so und jetzt seht ihr, jetzt wird es aktiviert. Aber ich persönlich will den natürlich nicht. Nehmen wir lieber hier den. Auch geschenkt bekommen. Gruß geht da auch raus. So, dann würde ich sagen, war es das aber. Euch viel Spaß mit der Aufgabe. Und ich denke mal, wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde jedem antworten. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.